Die US Travel Association hat die ersten Preise oder Getaways bekannt gegeben für die ersten zwei Wochen von ihrer jährlichen Aktion. Die Allianz sieht die Zeiten für Reisende nicht so rosig. Die Assekuranz warnt vor schlechten Zeiten. Scandinavian Airlines, wie wird es da weitergehen? Dann geht es weiter zum Thema Eurowings Discover. Meilen einsetzen, ganz genau, Meilen gibt es. Und wir haben, wie immer, für euch mehrere Themen. Es bleibt spannend. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An dieser Stelle natürlich, wie immer, der Hinweis, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, denkt dran, uns zu liken, aber auch ganz, ganz wichtig, unten zu kommentieren. Jo, so ist das. Das erste Thema sind die Getaways, die Daily Getaways. Und zwar gibt es diese Promotion ja in Amerika schon länger und die US Travel hat dieses quasi, ich will nicht sagen erfunden, aber für uns eine gute Zeit geschert. Warum? Weil man ab dem 18.07. solche Package-Deals kaufen kann. Und natürlich braucht man eine US-Anschrift, aber ihr könnt mich ansprechen, wenn ihr eine Firma in den USA haben wollt. Das geht übrigens schneller, als ihr denkt. Für die Kunden, die eine Firma in den USA haben, die haben ja eine Anschrift, aber ansonsten ist es immer interessant, daran teilzunehmen. Warum am ersten Tag, am 18.07. IHG? Der Punktesale ist natürlich jetzt nicht wirklich bei IHG so prickelnd am 18., weil man, wenn man das Maximum von 100.000 Punkten kauft, dann sind das 500 US-Dollar. Ganz wichtig ist, diese Pakete sind limitiert. Es gibt da 534 Pakete von. 5.000 Punkte könnt ihr auch kaufen, die kosten 25 Dollar und sind 700 Pakete. Aber das ist jetzt nicht das Spannende. Das Spannende ist einfach, dass diese Pakete, wie alle Pakete von den anderen, die ich euch gleich vorstellen werde, zusätzlich zu dem, was ihr on top kaufen könnt. Das heißt also, wenn es ein Limit gibt von 100.000 Punkten, die ihr kaufen könnt, dann zählen diese Punkte, die ihr da kauft, nicht rein. Dann schaut einfach mal bei Hilton rein, da ist es auch nicht mehr. Aber da kann man 250.000 Punkte für 1.250 US-Dollar kaufen. Das sind 176 Pakete. Hier heißt es auch immer wieder schnell sein am 20.07. Am 21.07. kommt Wintem ins Spiel. Die geben 15.000 Punkte für 175 Dollar, haben 766 Pakete, aber das ist teurer als ein normaler Sale. Ich weiß gar nicht, warum er daran teilnimmt. Dann geht es weiter mit Best Western. Die haben 10.000 Punkte für 55 Dollar. Ist ein bisschen lame, aber nun gut, was willst du machen? Dann Choice Privileges von 14.000 über 28.000 bis 42.000 und dann maximal 55.000 für 1590 Pakete gibt es zumindest. Jetzt gibt es etwas, was sich richtig lohnt. Am 27.07. Super Giftcard Deal. Da kann man für 500 US-Dollar eine Giftcard kaufen, die 400 Dollar kostet. Ihr könnt selber ausrechnen, wie viel ihr spart. 200 Pakete. Also das macht richtig Sinn. Das macht richtig was her, wenn ihr Marriott Bonvoy haben wollt. Auch könnt kleine Pakete kaufen für 100 und dann 80 Dollar sind es 20%. Bei 250 US-Dollar sind es 200 Dollar. Also insofern spannende Zeiten. Wichtig ist dann, am 27. zuzuschlagen. Am 29.07. World of Hyatt Punkte. Aber jetzt ganz, ganz wichtig festhalten. Es gibt 30.000 Punkte für 396 Dollar und zwei Pakete. Ja, zwei. 50.000 Punkte für 650 Dollar und sechs Pakete. Und 80.000 Punkte kosten 960 US-Dollar und acht Pakete. Hey, what the fuck? Warum nehmt ihr daran überhaupt dann teil? Also das ist etwas, was für mich absolut keinen Sinn macht. Das muss man halt der Ehrlichkeit halber sagen. Aber wer an dieser Aktion teilnehmen will und eine amerikanische Adresse braucht, sagt mir Bescheid. Ich kann euch da verarzten. Ja, die Allianzversicherung, man kennt sie, die Scheibe klirrt, der Sponti kichert, hoffentlich Allianz versichert. So ist ja, glaube ich, ein Werbespruch gewesen aus Sponti-Zeiten. Und ja, die Kreditversicherer gucken sich natürlich ganz genau an, was bei ihren Versicherungspolicen da los ist. Und diese Versicherungspolicen sind natürlich problematisch.
Am Dienstag wurde eine Studie vorgestellt und da steigen in diesem Jahr die Ticketpreise kräftig. Klar, die Fluggesellschaften hätten dennoch keinen finanziellen Spielraum, weil sie können einfach ihre Personalmisere nicht beheben. Und die im Moment so häufigen Flugstreichungen sind einfach normal mittlerweile. Also wenn ich so einfach gucke, welche Flüge gestrichen werden, ich habe ja nachher das SAS-Ding, da seht ihr einfach, das ist unglaublich, also das geht auf keine Kuhhaut. Die Fluggesellschaften haben natürlich auch um fast 90% gestiegene Kerosinpreise. Damit sind die Ticketpreise nach oben gesetzt worden. Die Fluggesellschaften versuchen die Verluste von Corona natürlich auch wettzumachen. So ein bisschen ist da jetzt der Mitnahmeeffekt drin. Und man rechnet halt einen Preisanstieg von 21%. Das ist für uns echt nicht toll. Und natürlich mit dem höheren Passagieraufkommen sollten sich die Umsätze verdoppeln. Aber irgendwie ist das hier nicht wirklich so, weil einmal haben sie natürlich nicht die Kapazitäten, die Preise, also muss man halt einfach gucken, aber die Rückkehr in die Gewinnzone sei bei den meisten Gesellschaften erst in 2023 wirklich zu erwarten. Und die Personalkosten bei dem Unternehmen, für die man, also das sind ja halt Kosten, die man so ein bisschen steuern kann, in Anführungsstrichen, haben natürlich wieder das Problem, die aufzustocken. Also insofern kann man es nicht wirklich steuern. Kerosinpreise kannst du auch nicht steuern. Und natürlich, mittelfristig wird die Branche bei Europaverbindung mehr Konkurrenz haben. Warum? Weil die Bahn umweltfreundlicher ist und je nach Preis Leute natürlich auf die Bahn abwandern. Und was auch ganz wichtig ist, viele Firmen wollen ja CO2-neutral werden, was ja auch nicht verkehrt ist. Und jetzt sehen wir einfach auch, dass diese SAF, also die Sustainable Aviation Fuels, dazugemischt werden. Also insofern wird es da auch nochmal zu teuer kommen, weil die SAF ist ja auch in der Menge nicht verfügbar, kostet wahrscheinlich auch Geld. Ja, wir sind jetzt hier in der zweiten Woche des Streiks bei der SAS. Neues Thema, harter Schnitt. Und in Norwegen, Schweden, Dänemark hat halt letzte Woche der Streik begonnen und man hat dann im Anschluss an dieser ganzen Pilotenstreikerei Chapter 11 USA beantragt. Und was soll ich dazu sagen? Es sieht immer noch nicht besser aus. Die Fluggesellschaft streicht zwischen 50% und 75%. Die einzigen Fluggesellschaften, die noch fliegen, ist SAS Link und SAS Connect. Und dann natürlich die Flüge, die wie zum Beispiel von X-Fly oder aber auch von CityJet ausgeführt werden, weil die haben damit nichts zu tun. Wenn man sich das mal anguckt, wie viele Flüge storniert werden, dann ist es halt wirklich so, dass die Flüge, die da, die stattfinden, sind wirklich nur noch ein Viertel von dem, was halt wirklich da passiert, je nach Fluggesellschaft. Arlanda ist ein bisschen höher, weil da auch der Anteil natürlich der CityJet und der SAS Wet Lease über X-Fly gemacht werden. Also insofern ist es eine Situation, die nicht gut ist. Warum? Ganz einfach, weil natürlich durch diese ganzen Cancellations die Fluggesellschaft noch mehr in die Bedrohung kommt, immer mehr in die Schwulitäten reinrennt. Die Übernachtungen müssen bezahlt werden. EU-Kompensation bei Streik ist jetzt nicht wirklich ein Grund, der so vom Himmel regnet, wo man Force Majeure sagen kann. Also insofern muss ich dazu sagen, problematisch. Ja, das Ende ist irgendwie auch nicht in Sicht. Kostet so die Bude 10, 5, 12 Millionen Dollar pro Tag, so ungefähr. Oder Euro, ist ja mittlerweile 1:1. Ich verstehe es einfach nicht, dass man sich da nicht einigt. Natürlich haben die Piloten ein Anrecht drauf, weil sie jetzt keinen Bock haben, sich da weiter Konkurrenz ins Haus zu holen. Aber das haben wir ja auch bei der Lufthansa, wenn wir uns genauer angucken, weil da gibt es ja auch diese Lufthansa Cityline, damit fing es ja an. Dann kommt die Cityline 2, diese Münchner Gesellschaft, die man Cityline 2 lustigerweise nennt, und Eurowings. Das sind ja alles Ableger, die man gemacht hat, um billiger zu werden. Man sieht ja auch bei den Piloten mit dem PVV-Vertrag mit den 325 Flugzeugen, wo man sich ja irgendwie bei 250 und 325 oder so treffen will, was ich auch nicht verstehe, warum man sich 325 direkt macht. Also auch da ist Potenzial. Aber ganz, ganz wichtig, es gibt im Moment noch keinen Streik. Eurowings Discover. Eurowings Discover hatte ich ja gerade angesprochen. Eurowings Discover bietet jetzt auch die Möglichkeit an von Meilen-Upgrades. Die sind ja irgendwie vor einem knappen Jahr gestartet
und waren auch an Meißenmoor direkt angeklemmt, angeschlossen und konnten direkt saugen. Wir hatten ja das Glück, dass wir bei den Maien-Schnäppchen riesengeile Kontingente an Tickets hatten für schmales Geld. Aber es gibt nicht die Möglichkeit, Upgrades zu nutzen. Man muss sich das Ganze angucken, weil man zum Beispiel jetzt bei Austrian Airlines, Brussels, Eurowings, Discover, LOT und so Lufthansa's Group natürlich alle eigentlich das über die Webseite machen kann. Ja, ganz genau. Man kann Wartelistenbuchungen machen, Check-in-Zeitraum bis 72 Stunden vor Abflug ist so, dass die dann vom Konto abgezogen werden. So läuft das. Man kann alle bezahlten Tickets upgraden und kurz- und mittel-langstrecken genutzt werden. Man kann das halt, wie gesagt, über das Callcenter auch machen. Bei anderen Gesellschaften muss man es über das Callcenter machen. Ich persönlich bin nicht so ein großer Freund von Upgrades aus der Economy in die Business und so weiter. Warum? Ganz einfach, weil das natürlich zu teuer ist. Die sind nicht wirklich spannend oder sind nicht wirklich, nennen wir es einfach mal, lukrativ. Und wenn es natürlich eine kurzfristige Verfügbarkeit gibt oder eine Firma das bezahlt, man kriegt halt kein Business Class, dann macht es vielleicht so ein bisschen Sinn. Aber wer das schon von euch gemacht hat, kann natürlich gerne immer wieder unten kommentieren und seine Meinung dazu sagen. Dann haben wir noch was Lustiges aus Berlin. In Berlin ist es so, dass die Leute auf Koffer warten, aber nicht die Leute in Berlin auf die Koffer warten, weil Berlin verkackt hat, sondern weil die Flüge im Moment bringen Koffer aus aller Herren Länder, ich war's gesagt, vor allem aus München und aus Frankfurt. Der Flughafen selber hat gesagt, dass am BER sich die Koffer stapeln. Der Flughafen erreicht im Moment täglich 300 Koffer, die nachgesendet werden können. 300 Koffer pro Tag, ja. Und das ist deutlich mehr als sonst. Aeroground guckt ja einfach, dass sie dort die Gepäckstücke weiterverteilt kriegen. Gibt ja auch die anderen, Visag und so weiter. Und der Flughafen hat jetzt das Problem, dass man eine Fläche braucht. Ich meine, wenn man überlegt, 300 Koffer, ich weiß gar nicht, wie viele Koffer davon abgeholt werden und wie das ist. Wenn man die Bilder sieht, das ist ja eine Riesenkatastrophe. Wenn ihr also davon betroffen seid, merkt ihr, das System fängt langsam wieder an, alles wieder zurück auszuspucken. Aber es gibt ja Bilder in Frankfurt und auch Berlin, München, wo man Koffer irgendwo stapelt. Also unglaublich und in meinen Augen, ich kann es immer noch nicht verstehen. Aber danke, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV Takeoff dabei gewesen seid. Bei unserer heutigen Ausgabe am Heiligen, was ist denn heute? Heute ist Dienstag. Ne? Wenn man täglich die Sendung macht und keine Schulkinder hat, dann weiß man ja immer nicht, was für ein Wochentag ist. Am Heiligen Dienstag abonniert den Kanal, macht die Glocke an, denkt dran, uns Like da zu lassen, aber auch ganz, ganz wichtig zu kommentieren. Wenn ihr uns unterstützen wollt, unten ist ein Link, wo ihr eine Beratung buchen könnt, wo ihr mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status und vor allem auch in eine Facebook-Gruppe reinkommt, wo wir ab und zu mal auch so ein paar geile Deals machen, wenn wir hier die Deals nicht veröffentlichen. Also, danke und bis bald.